Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich als der Hausherr kurz vorstellen. Generalvikar Isidor Vollenhals. Ich bin seit 2010, hat mich der Bischof berufen zu seinem Generalvikar. Und Sie können sich vorstellen, dass das heute für mich, diese Angelegenheit, eine tiefe Erfahrung ist. Und zwar, dass wir feststellen müssen und mussten, dass das Vertrauen in einen Mitarbeiter wirklich schwerwiegend enttäuscht worden ist. Ich bin von Anfang an, seit 2010, dem Herrn Bischof hier zur Seite gestanden bei dieser sogenannten Transparenzoffensive. Bischof Gregor Maria hat von Anfang an klar gemacht, dass er das, was von den Bischöfen vorgegeben wurde, dass er das voll und strikt auch umsetzen will. Und von daher ist diese Erfahrung natürlich für uns umso schmerzlicher. Ich bitte aber um Verständnis zu den Einzelheiten, zu den näheren Details, die Sie wissen möchten. Wir haben ja die Kanzlei beauftragt und Dr. Wastl hat dieses Verfahren von Anfang an begleitet, sowohl die gesamte Transparenzoffensive wie auch die Aufarbeitung dessen, was wir als Fehlverhalten eines Mitarbeiters ansehen, wo wir zum Opfer geworden sind, dass er natürlich hier detailliert und ganz speziell nähere Auskünfte geben kann. Von daher bitte ich wirklich um Nachsicht, dass ich nicht derjenige bin, der Ihnen die Details hinlegen kann, sondern ich bitte den Dr. Wastl, dass er das in seiner kompetenten Weise, wie bisher, auch bei uns wahrnimmt. Danke. Jetzt kommt die angekündigte technische Änderung. Wer sein Mikrofon verschieben möchte, bitte. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Vielleicht haben Sie uns vorher ein bisschen lachen sehen. In schwierigen Zeiten sollte man auch lachen hier vorne. Ich wurde schon vorgestellt, muss mich also nicht mehr vorstellen. Wir sind seit Herbst 2015 mit der Transparenzoffensive und deren Umsetzung beauftragt. Wir haben letztlich den Auftrag unmittelbar vom Bischof erhalten. Und der Bischof legte auf eins Wert, dass in dieser Diözese keine Makulatur gemacht wird, sondern eine HGB-Bilanz. Meine Damen und Herren, eine HGB-Bilanz, will ich ganz kurz erklären, ist eine, die wirklich an den Standards orientiert ist, die auch für große Kapitalgesellschaften gelten. Es war von vornherein klar und auch erklärter Wunsch des Bischofs, dass er nur mit einer solchen Bilanz vor Sie treten wird, Ende Juni diesen Jahres, und sie präsentieren wird, und zwar mit der Vorgabe, ich mache hier nichts Halbes, Transparenz gibt es nur ganz oder gar nicht. Die Presse war mal wieder schneller als wir. Sprich, Sie kennen den Sachverhalt eigentlich schon in groben Zügen, was es mir jetzt einerseits einfacher macht, andererseits auch ein bisschen schwieriger, Sie zu unterrichten. Warum? Den einen oder anderen, vielleicht auch den Redakteur von der SZ, langweile ich damit, den anderen versorge ich mit neuen Informationen. Ich habe mich dazu entschieden, da ein bisschen umzustellen. Vielleicht der Status quo, das dürfte Sie interessieren. Die Grundgeschichte ist Ihnen bekannt. Es handelt sich um 31 Darlehen, die an US-amerikanische Projektgesellschaften vergeben wurden. Diese Projektgesellschaften sind im Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Diese Darlehen zeichnen sich durch einige Besonderheiten auf. Einerseits sind sie ganz überwiegend nicht besichert, was im Klartext heißt, es gibt keine Grundschulden auf den Grundstücken und oder Vergleichbares. Des Weiteren sind sie ausgestattet mit Laufzeiten zwischen 2 und 5 Jahren im Regelfall. Tilgungen gibt es nicht.
Der Terminus technicus lautet, die Darlehen sind endfällig. Das heißt, wir kriegen unser Geld erst am Ende der Laufzeit zurück, so jedenfalls die vertragliche Konstruktion. Diese Darlehen sind verzinst mit, jedenfalls auf dem Papier, 7 bis 10%. So viel zu den Darlehen. Der aktuelle Stand ist folgender. Wir haben derzeit ausstehende fällige Darlehensrückzahlungen in Höhe von 21,5 Millionen Euro, womit noch nicht gesagt ist, dass wir dieses Geld nicht zurückbekommen, aber jedenfalls zum Fälligkeitszeitpunkt wurden diese Darlehen nicht bedient. Wir arbeiten seit nunmehr 6, 9 Monaten mit US-amerikanischen Kollegen zusammen, die darum bemüht sind. Erstmal sind wir deutsche Juristen, wir können die Darlehen und die dortige Rechtslage nur schwer beurteilen. Zum anderen wird versucht, diese Darlehen insoweit aufzuhellen, dass wir mehr Informationen darüber bekommen, welche Zugriffsmöglichkeiten wir mit diesen Darlehen auf Grundstücke und oder Vergleichbares haben. Ich will zurückblenden, jetzt nach dem aktuellen Stand ganz kurz, ich mache es kurz, vielleicht wird es auch ein bisschen länger, auf die, ich darf es sagen, Pathogenese dieses Falles. Wie gesagt, im Jahr 2015, Herbst 2015, haben wir den Auftrag erhalten, die Transparenzoffensive zu begleiten, sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch federführend mit Blickrichtung auf die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Ich darf auf meine Eingangsworte verweisen, eine glasklare HGB-Bilanz. Erstmals im Mai 2016 tauchten bei der Bewertung der Finanzanlagen bei den Wirtschaftsprüfern, die damit beauftragt waren, intensivere Rückfragen auf, bezogen auf diese Darlehen. Man kann sich vorstellen, bei diesen Rahmenbedingungen, die ich Ihnen gerade gesagt habe, die dann nach und nach zutage gefördert wurden, war eine der ersten Aktionen, Ende Mai, Anfang Juni diese Geschäfte sofort zu unterbinden, auch weitere geplante Geschäfte natürlich sofort zu unterbinden, bis wir nähere Informationen hatten. Wir haben daraufhin in Zusammenwirken mit den Wirtschaftsprüfern begonnen, den hiesigen Aktenbestand zu durchforsten zu diesen Darlehen und mussten zu unserem Bedauern feststellen, dass keine, ist zu viel gesagt, aber kaum Unterlagen vorhanden waren, die auch nur ansatzweise uns in die Lage versetzt hätten, diese Darlehen zu bewerten. Daraufhin fand auf ausdrücklichem Wunsch, und ich betone das hier nicht pro domo, sondern weil es für mich ein sehr ungewöhnlicher Vorgang ist, dass ein Bischof sich hier auch höchstpersönlich dahinter klemmt. Im Auftrag des Bischofs und des Generalvikars reisten wir dann nach Amerika, weil wir die Vermutung hatten, am Schluss gibt es noch nicht mal die Grundstücke, weil Bilder sind auch schnell gemacht. Dieser Verdacht hat sich nicht bewahrheitet. Es gibt ganz offensichtlich Objekte, die wohl auch finanzierungsgegenständlich sind. In Amerika haben wir auch mit den Geschäftspartnern des zweiten Beschuldigten, dazu komme ich dann später noch, des zweiten Beschuldigten gesprochen und mit dem Beschuldigten neben dem ehemaligen Mitarbeiter und haben etwas getan, was wir einfach tun mussten, nämlich wir haben so viel Informationen versucht zu bekommen, wie es möglich war. Im Nachgang zu dieser Amerika, nennen wir es mal Reise, im August kam es dann zu intensiven Nachfragen bei den Amerikanern, insbesondere bei dem zweiten Beschuldigten. Diese intensiven Nachfragen bezogen sich auf Informationen und Unterlagen und Gutachten, die wir benötigt hätten, muss ich aus heutiger Sicht sagen, um diese Darlehen endgültig einer Bewertung zuzuführen. Das Ganze zog sich hin. Wir haben des Weiteren auch Verhandlungen aufgenommen, dahingehend, dass wir gesagt haben, also
Wenn wir schon nicht bewerten können, bräuchten wir Nachbesicherungen. Diese Verhandlungen zogen sich hin bis Anfang Januar 2017. Anfang Januar 2017 wurden dann diese Verhandlungen abgebrochen und uns wurde immer mehr klar, dass hier durchaus auch strafrechtlich relevantes Verhalten in Betracht kommt. Ganz kurze Parenthese, unabhängig vom strafrechtlich relevanten Verhalten haben wir uns von dem Mitarbeiter im September, von dem betroffenen Mitarbeiter der Diözese, im September unter sofortiger, 2016, unter sofortiger Freistellung seiner Person von der Arbeitsleistung getrennt. Kommt zurück zum Januar. Im Januar wurde bei uns der Schalter umgelegt, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir wirklich solche massiven Verdachtsmomente, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine Straftat vorliegt. Der Straftatbestand war die Untreue. Wir hatten allerdings auch bereits erste Erkenntnisse gewonnen, dass es sich nicht nur um Untreue handelt, sondern auch um Bestechung, um Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Warum sage ich das? Um Ihnen zu verdeutlichen, dass es Anhaltspunkte dafür gab, dass der Mitarbeiter an den Geschäften mitverdient hat. Wir haben daraufhin im April, es hat sich verzögert, da der weitere Beschuldigte einen Termin im Februar abgesagt hat, ein Gespräch im April geführt, im Beisein des Generalvikars, im Beisein von Vertretern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und haben dort dem weiteren Beschuldigten, nachdem wir ihn auch vorher schriftlich schon auf einige Verdachtsmomente hingewiesen haben, mit den Vorwürfen konfrontiert und haben gesagt, jetzt müssen wir aber irgendwie damit umgehen und das Umgehen müsste dann schon so aussehen, dass jetzt zeitnah Darlehen zurückgeführt werden. In dieser Besprechung wurde uns in Aussicht gestellt, dass im Jahr 2017 über 20 Millionen zurückgeführt werden, teilweise vorzeitig. Der vorher vorgetragene aktuelle Stand des Verfahrens zeigt Ihnen auf, dass es keine Rückführungen gab, mit zwei Ausnahmen, einmal 1,5 Millionen und 400.000, aber 21,5 Millionen wurden nicht zurückgeführt. Wir hatten dann im Mai 2000, es war für uns wieder eine Zäsur, im Mai 2017 hatten wir den ersten Kreditausfall, so nenne ich es mal, also Nichtbegleichung bei Fälligkeit in Höhe von 5 Millionen Euro, haben dann den Bischof intensiv darüber unterrichtet, wie der Sachstand ist und die Empfehlung ausgesprochen, nunmehr Strafanzeige zu erstatten. Diese Strafanzeige zog sich hin, weil erstens wir auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der gegnerischen Seite, amerikanische Kontrahenten haben und Sie sich vorstellen können, dass im deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr das Erstatten einer Strafanzeige nicht so ganz unproblematisch werden kann. Wir haben diese Strafanzeige, die 43 Seiten umfasst, das sage ich deswegen, weil sie das eigentlich eher ungewöhnlich ist, aber dem komplexen Sachverhalt geschuldet ist sie nun mal so umfangreich. Es gibt mehrere Aktenordner Beweismittel dazu. Diese Strafanzeige wurde eingereicht bei der Staatsanwaltschaft München II Ende Juli 2017. Wir hatten dann die Problematik einerseits Transparenzoffensive. Wir wollten Sie unterrichten, aber es versteht sich von selbst, dass in einem laufenden Ermittlungsverfahren, und dieses Ermittlungsverfahren begann sehr schnell zu laufen, dass wir in einem laufenden Ermittlungsverfahren den Ermittlungserfolg nicht gefährden dürfen. Das Ganze hatte sich dann auch ein wenig hingezogen. Das müssen Sie sich so vorstellen. Einer der Beschuldigten war in Amerika und
dort ein Rechtshilfeersuchen hinzuschicken, ist äußerst mühsam. Jedenfalls, ich will es vorwegnehmen, vor circa einer Woche, eineinhalb Wochen, Montag vor einer Woche, erreichte uns die Nachricht, dass beide Beschuldigten verhaftet sind. Wir haben daraufhin in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geklärt, dass nunmehr das ermittlungsbedingte Geheimhaltungsbedürfnis weggefallen ist. Und das Ergebnis dieses Wegfallens des Geheimhaltungsinteresses sehen Sie heute. Wir sitzen hier und stehen Ihnen Rede und Antwort. Das ist in kurzen, dürren Worten erstens die Geschichte dieses Ermittlungsverfahrens. Zweitens ist es mir noch wichtig, bevor wir dann, glaube ich, die Fragerunde eröffnen, sind mir zwei Dinge noch sehr wichtig. Ich mache diesen Beruf und derartige Mandate nunmehr seit 25 Jahren. Glauben Sie mir eins, wir sind heute in den geheiligten Hallen einer kirchlichen Institution, aber meine Erfahrung lehrt mich, es ist da draußen oft nicht viel anders als hier, was derartige Straftaten betrifft. Wichtig ist mir zweitens noch die Botschaft, nicht die frohe, aber die Botschaft. Wir, also ich identifiziere mich jetzt mit der Mandantin, wir sind Opfer und nicht Täter. Um eine Frage vorwegzunehmen, die sicherlich kommen wird, das Einzige, was uns im Weg gestanden ist als Kirche, als Diözese, war, zu großes Vertrauen investiert zu haben. So viel von meiner Seite, nur noch eine Anmerkung. Ich bin vom Bischof und vom Generalvikar autorisiert, soweit, ich muss es entscheiden, soweit es ermittlungstaktisch geboten möglich ist, Ihnen Auskünfte zu geben. Und damit kann ich schon wieder an Sie übergeben für die Fragerunde. Dankeschön.